Es geisterte bereits direkt vor dem Anstoß beim Super Bowl als Gerücht im Netz herum und während der Halbzeitpause des größten Sportereignisses der Welt bestätigte Netflix dann auch, The Cloverfield Paradox, der nunmehr dritte Teil der Trilogie von J.J. Abrams, steht ab dem 5. Februar auf der Streaming-Plattform für uns zur Verfügung. Aber nun genug der Worte, ihr habt lang genug gewartet, hier ist der erste Trailer zu The Cloverfield Paradox. Possible earthquake near the Statue of Liberty. Looks like you should have left town a little bit earlier. Whatever you're doing, stop. Da müssen wir erstmal durchschnauben, was für ein Trailer. Er war kurz, aber er war sehr intensiv hier zum dritten Teil von Cloverfield, dieser Sci-Fi-Horrorfilm, der die Trilogie abschließen wird von J.J. Abrams. Wir sind riesig gespannt auf diesen Film, werden uns diesen natürlich auch in den nächsten Stunden, nächsten Tagen anschauen und dann höchstwahrscheinlich auch ein kleines, kurzes Review-Kritikvideo hier auf StreamWars veröffentlichen. Nun sind wir aber natürlich gespannt darauf zu erfahren, wie ihr diesen ersten Trailer fandet und falls ihr euch tatsächlich diesen dritten Teil schon angeschaut habt in den frühen Morgenstunden, natürlich schreibt es uns unten in die Kommentare, wie ihr diesen Film fandet. Wir sind riesig gespannt auf eure Meinung diesbezüglich. Ansonsten wünschen wir euch natürlich einen entspannten Start in die neue Woche und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.